Eine Nacht im November 1986. Traude Pagenstecher, allein in ihrer Wohnung. Die wohlhabende Witwe will zu Bett gehen. Was dann geschieht, wird Polizei und Justiz mehr als 20 Jahre keine Ruhe lassen. Frau Pagenstecher war nicht so vertrauensselig, dass sie jeden reingelassen hätte. Ich vermute eher, dass er durch den Garten ins Wohnzimmer kam. Der Anblick hat ganz deutlich gezeigt, dass es sich hier um einen äußerst grausamen Mord gehandelt hat. Das Motiv? Vermutlich Raubmord. Oder war da noch mehr? Das Opfer, das habe ich sehr schön zugerichtet. Ich finde es erschreckend, dass ich zu sowas fähig bin. Die Ermittler, sie tappen im Dunkeln. Vom Täter keine Spur. 22 Jahre lang. Jörg Weißenfeld wächst in einem kleinen Dorf in Niedersachsen auf. Die Mutter zieht ihn und seine Geschwister nach dem Tod des Vaters zunächst alleine auf. Bis sie ihren zweiten Mann kennenlernt. Fortan lebt Jörg Weißenfeld mit 8 Geschwistern zusammen, eine große Patchwork-Familie. Vom Stiefvater wird er schikaniert und auch misshandelt, so seine Version. Mach mal schneller jetzt! Situationen, die fehlgeschlagen sind, wurden mit Prügel, Hiebe, Stock, Peitsche, Gürtel, egal was er in der Hand kriegte, wurde an mir ausprobiert. Wurde ich bestraft für eine Sache, die im Kind passieren konnte. Er hat mich behandelt, als würde ich wirklich Dreck wären, als würde ich wirklich kein Lebewesen, nichts. Ne? Misshandelt, gedemütigt, nicht anerkannt. Bei vielen Straftätern scheint das ins Bild zu passen. Jörg, du machst zu viel Dreck. Mensch, Jörg, das ist doch nicht so schwer. So, mach. Es ist bei vielen gerade Schwerkriminellen so, dass man erlebt, dass das Elternhaus schwierig war oder dass es gar keins gibt, also Heimaufenthalt, Psychiatrieaufenthalt in der Jugend, in der Kindheit. Das spielt, denke ich, schon eine große Rolle. Seine Mutter habe ihn nicht unterstützt, stattdessen zu ihrem Mann gehalten. Das habe ihn geprägt, sagt er. Hatte ich eine Mutter? Nein. Sie hat ja nie gesagt, hey, komm mal her, lass dich mal knuddeln. Oder, oh, das war schön. Komm, mal in meinen Arm. Oder das hast du prima gemacht. Das gab es ja gar nicht. Meine Selbstwertgefühle, die waren schon in der frühesten Kindheit so unten. Weil ich habe ja nie was bestätigt bekommen, dass es gut ist, dass ich es gut gemacht habe. Im Gegenteil, wenn man dann mehrmals hört, du bist es nicht wert, du bist der letzte Dreck. Ja, dann verzweifelst du irgendwann und dann glaubst du es irgendwann selbst. Ja, und dann funktionierst du nur noch. Trotz alledem, der kleine Junge hat Träume. Was willst du später eigentlich mal werden? Kinderarzt. Ich will Kinderarzt werden. Die Umdeutung eines Täters als Opfer. Zweifelhaft. Das ist auch eine häufig gehörte Entschuldigung bzw. Erklärung und immer wieder entpuppt sich das dann doch als etwas milder und die Familie dann oft gar nicht so schlecht und so untauglich gewesen ist, wie er sie darstellt. Und ich sage auch vor Gericht immer wieder, nicht der Zustand, die Tatsache, wie die Kindheit gewesen ist, entscheidet, sondern der Zustand am Tattag. Statt Kinderarzt Hauptschule und einer Ausbildung als Möbeltischler. Irgendwann driftet er ab. Zunächst Gelegenheitsjobs,
Dann Betrügereien. Eine seiner Maschen: er brauche Geld für eine Fahrkarte, um einen Verwandten zu besuchen. Sein Portemonnaie habe er verloren. Meine Tante ist gestern Abend ins Krankenhaus gekommen und ich bin der einzige Verwandte, der jetzt in der Nähe wohnt. Es tut mir aber furchtbar leid. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist. Und wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir vielleicht Geld leihen? So 40 Mark? Sie kriegen es auch wieder. Na ja, gut. Vielen lieben Dank. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir jetzt gerade helfen. Dankeschön. Ja, danke. Vielen lieben Dank, Sie helfen mir wirklich sehr. Machen Sie es gut. Ja. Wenn du das schauspielerisch drauf hast, ist das für dich eine Leichtigkeit, Leute zu manipulieren, dahin zu führen, dass du das kriegst, was du haben möchtest. Ich sage es jetzt mal einfach ganz lapidar und nicht überheblich, ja, ich war ein guter Betrüger. Ich habe aber nur 100 Mark. Vielen aber lieben Dank. Ich krieg's wirklich wieder. Es ist mein einziger Bruder und der liegt mir wirklich total am Herzen. Und Dankeschön. Es ist eine typische Eigenschaft von bestimmten Persönlichkeitsstrukturen. Oder sie haben oft einen sehr oberflächlichen Charme, aber durchaus charmant. Viele Menschen zu beeindrucken, wirken überzeugend, wirken einsichtig. Das sind Eigenschaften, die man durchaus bei Straftätern findet. Doch mehrfach fliegt er auf, muss in den Knast. Und trotzdem, ein normales Leben mit ehrlicher Arbeit undenkbar. Dafür ist das schnelle Geld zu verlockend, auf kriminellem Wege. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich gerne arbeite. Aber als ich gemerkt habe, dass diese Leichtigkeit, den Leuten das Geld aus dem Portemonnaie zu ziehen, für mich ein lukratives Geschäft war, als jetzt 8 Stunden zu arbeiten. Das möchte ich nicht abstreiten. Das ist auch so wohl gewesen. Traude Pagenstecher lebt seit dem Tod ihres Mannes allein. Komm, mein Lieber. In einem Bungalow im Wiesbadener Stadtteil Nerotal. Die 67-jährige pensionierte Lehrerin und Entwicklungshelferin gilt bei den Nachbarn als etwas ganz Besonderes. Sie ist Buddhistin und versucht, andere dafür zu begeistern. Ohne Zögern hat sie einfach gesagt, das ist so eine gute Sache, das setze ich um. Also sie war echt die Erste, die gesagt hat, das will ich lehren, andere lehren. Ich will die anderen ermöglichen, das auch zu praktizieren. Und so. Das finde ich, das war ihre große Verdienst. Die kinderlose Witwe hat Kontakte in die ganze Welt. Viele der Glaubensbrüder lädt sie auch zu sich nach Hause ein. Tashi, schau mal. Sandy hat uns geschrieben. Ist das nicht süß? Im Keller hatte sie diesen tibetischen Gebetsraum mit Altar vorne. Und da wurden dann die Sitzungen veranstaltet, die sie mit den tibetischen Mönchen machte. Und die saßen dann manchmal stundenlang unten. Oder einmal war es der ganze Tag. Und ich durfte sie dann nicht stören. Auch wenn ich sie gesehen habe, sollte ich sie nicht ansprechen. Es gehörte alles zu diesen Veranstaltungen, die sie dann abhielt. Die Witwe unterstützt großzügig andere. Ihr materieller Wohlstand für sie nur Mittel zum Zweck. Die war nicht kleinlich, die war nicht geizig, die war das Gegenteil davon. Es war eine sehr angenehme, offene, freigebige, wunderbare Frau. Traude Pagenstecher ist wohlhabend. Nach außen wirkt sie bescheiden. Sie hatte Schmuck, aber war schon ein teurer Schmuck, aber sie hatte ihn in der Schachtel und sie war uneitel. Das ist das einfache Wort für die Frau Pagenstecher, uneitel war sie. Sie hatte eine Uhr und ihren Ehering und damit war's. Sie ist nicht
mit Ketten und allem Möglichen rumgelaufen. Traude Pagenstecher erwartet ihre langjährige Haushaltshilfe Friedel Schubert. Die beiden Frauen verbindet ein freundschaftliches Verhältnis. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag ein dramatisches Ende nehmen wird. Nun kommen Sie rein, Friedel. So, Sie wissen ja, was zu tun ist. Ja. Wa? Ich fange heute mit dem Badezimmer an. Ja, wunderbar. Und danach trinken wir unseren Kaffee. Sehr gerne. Ja. Okay, ich gehe dabei ins Arbeitszimmer. In Ordnung. Bis später. Bis später. Es war mein üblicher Arbeitstag. Ich bin morgens gekommen, so gegen 8 Uhr. Hab dann den Haushalt in Ordnung gebracht. Sie saß am Schreibtisch und hat erst mal ihre schriftlichen Sachen erledigt. Ach, sehr schön. Den haben Sie sich jetzt aber verdient. Dann haben wir noch eine Tasse Kaffee getrunken und anregend geplaudert. Hat sie sehr gern gemacht mit mir. Ich muss dann jetzt auch direkt los, natürlich. Dann bin ich gegangen. Und das war dann das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Was dann passiert, dazu gibt es zwei Versionen. Jörg Weißenfeld wird später vor der Polizei auf diesem Tatablauf beharren. Das Kneipenviertel am Frankfurter Hauptbahnhof. Weißenfeld ist knapp bei Kasse. Am Tresen hört er, wie sich zwei Männer unterhalten. In einer noblen Wiesbadener Gegend sei etwas zu holen. Ich habe einen Tipp gekriegt. Wiesbaden. Wo? Nerob. Eine alte Witwe. Steinreich. Boah, super. Er hat die Aussage geheizt, dass man gesagt hat, ja, die ist vermögend. Und ich habe gedacht, wenn das wirklich so enorm viel ist, wie man da an dem Theke gesagt hat, dann hätte ich ausgesorgt, dann bräuchte ich nichts machen. Und das war so mein Denken, ja, jetzt gehst du da rein und machst die Tat, ne, machst einen Einbruch. Und habe einfach gedacht, ich würde da tausende von Marken vorfinden, ne, die mein Leben jetzt auf einer positiven Art und Weise verändern würden. Wie heißt die Alte? Pagenstecher heißt die Alte. Pagenstecher. Alleinstehend? Alleinstehend. Das ist doch unser Ding. Die hat nur einen Hund? Ja. Aber nur einen Mops. Ein Mops, kein Hindernis. Da ist nicht nur Geld, da ist auch Schmuck. Garantiert. Die machen wir klar. Irgendwann im Laufe des Abends ist dann ja auch, wo sie wohnt, gefallen. Und da bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, na, wenn die Dame so betucht ist, schon älter und allein, dann wäre das ein leichter Durchgang. Du kannst das Geld nehmen und gehst dann wieder raus. Für Jörg Weißenfeld ist die Sache klar. Er will keine Zeit verlieren. Sind dann 18 Mark bitte? Ja. Für die 40 Kilometer nach Wiesbaden will er ein Taxi genommen haben, trotz finanzieller Misere. Jawohl. Ich habe dann abends geklingelt. Und die Tür wurde einen Spalt aufgemacht. Und die Frau hat gefragt,
Was denn los? Ich bin Polizeibeamter. Ja? Hier ist die Polizei. Es ist ein Einbrecher dagegen. Und das war es dann auch schon alles. Da hatte ich die Tür dann schon auf. Dann schnappte ich sie, weil sie war ja am Schreien. Ich hatte sie dann im Mund zugehalten und so unterm Bauch festgehalten und reingedrängt ins Schlafzimmer. Ich habe da gedacht, meine Mutter steht da im Türrahmen. Das Aussehen ist identisch gewesen. Ja? Die Größe, die Haarform, die Haarfarbe. Ja, alles so, der ganze Körperbau, alles. Ein emotionaler Ausbruch, den er nicht mehr steuern konnte? Ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist. Es ist natürlich ein ganz weiter Weg von einem Betrug, von den Kleinkriminellen zu einem Mord. Vielleicht, dass da die Gefühle, die Emotionen, der Hass aus seiner Kindheit hochgekommen ist und er dann im Grunde überhaupt nicht mehr wusste, was er macht oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber richtig erklären kann ich es nicht. Nee. Dass es so passiert ist, glaubt die Polizei nicht. Sie geht von einem anderen Tatablauf aus. Ein Gespräch anderer Gauner zu belauschen, in einer lauten Kneipe Name und Adresse des Opfers mitzukriegen, das alles erscheint den Ermittlern unglaubwürdig. Und dann die Behauptung, sich trotz Geldmangels eine teure Taxitour geleistet zu haben. Das ist sowas von absurd. Warum soll ich denn bei jemand klingeln und fahre von Frankfurt nach Wiesbaden, nur weil ich höre, da wäre eventuell etwas zu holen? Also ich denke mal, er ist in Frankfurt und in Frankfurt, wenn er ein bisschen rumläuft, findet er auch Adressen und Täter, die sich so unterhalten über eine geplante Tat, die sprechen nicht so laut, dass am Nachbartisch jemand mithört. Die Beamten gehen vielmehr davon aus, dass sich Jörg Weißenfeld schon zuvor öfters in Wiesbaden aufgehalten hat, die noble Gegend kannte. Am Tatabend soll er die Witwe beobachtet und ausspioniert haben. Das Haus war, da es ja ebenerdig war, rundherum mit Glas, mit großen Glasscheiben. Die ganze Front auf der einen Seite vom Garten her und die andere Seite nach dem Eingang zu war alles verglast. Also man hatte uneingeschränkt einen Blick auf die Personen in dem Raum. Dass der Täter die Witwe an der Haustür überwältigt haben will, scheint der Polizei nicht plausibel. Es gibt keinerlei Spuren eines Kampfes im Flur. Die Hausschuhe des Opfers, geordnet vor dem Bett. Alle Überprüfungen in dieser Hinsicht ließen nur den Schluss zu, dass der Täter abgewartet hat, bis in irgendeiner Form das Licht ausgegangen ist, dann logischerweise aus der Nähe mitbekommen konnte, dass die Tür aufsteht, der Hund rausläuft und dass er dann durch die geöffnete Terrassentür ins Wohnungsinnere gekommen ist. Also ein gewaltsames Eindringen von irgendeiner Seite in das Haus war absolut nicht festzustellen. Demzufolge gehen wir davon aus, dass ihre abendliche Gewohnheit, die Tür aufzulassen, für den Hund ihr zum Verhängnis geworden ist. Auch die Haushaltshilfe glaubt bis heute nicht, dass die Witwe einem Fremden die Türe geöffnet hat. Also Frau Pagenschicher war nicht so vertrauensselig, dass sie jeden reingelassen hätte. Sie hätte durch die Tür an der Seite eine Glasscheibe, hätte sie sehen können, wer vor der Tür stand. Und wenn die Person sich als Polizist ausgegeben hätte, der keine Uniform hat, der einfach nur da stand und einen Einlass wollte, hätte sie bestimmt nicht reingelassen. Dass Jörg Weißenfeld seine Version erzählt, für die Ermittler nachvollziehbar. Eine Affekthandlung hätte ihm strafrechtlich nützlich sein können. Also jeder will seine Tat, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion.
wenn er als Täter ermittelt worden ist, möglichst milde und nicht Mordmerkmale da verwirklichen. Und deshalb kommt immer eine Version raus, die bei aller Grausamkeit oder mit dem Tod des Opfers dann irgendwie noch in Einklang zu bringen ist. Es hat nicht gelitten und es ist, ich bin dazu gekommen, was ich ja nie vorhatte. Und das Verhalten des Opfers hat dazu einiges beigetragen. Es wird da so eine Verlastung der Schuld erfolgt. Das ist eine menschliche Reaktion. Und deshalb hat er mit Sicherheit versucht, die ganze Sache über die Haustür abzuwickeln, um dann zu sagen, was da drin geschehen ist. Letztendlich, das war niemals das, was ich von Anfang an vorhatte. Was dann im Schlafzimmer passiert, das steht fest. Jörg Weißenfeld schlägt auf die Witwe ein, verletzt sie schwer an Kopf und Hals. Mit einer Strickjacke fesselt er ihre Hände auf den Rücken, knebelt sie mit einer Strumpfhose. Die Rentnerin erstickt. Das sind mit Sicherheit ja noch Momente, die das Opfer so mitbekommt. Und was sich dann innerhalb des Opfers abspielt, das können wir nicht nachvollziehen. Aber wir gehen davon aus, dass der Tod nicht so eingetreten ist beim Drosseln, dass die Frau urplötzlich gestorben ist, sondern entsprechend durch die sich vollziehende Gewalteinwirkung. Und das ist ein Moment. Und darin sehe ich also die besondere Grausamkeit von der menschlichen Seite her. In der Nachbarschaft bemerkt niemand etwas von dem Mord. Ich habe wirklich nicht mehr gedacht, da hingeguckt, ob die Frau noch lebt oder nicht lebt. Ich wollte einfach nur weg, weil das Risiko zu groß war, dass da irgendwie jetzt jemand guckt und nur Beute machen und weg. Was da hinterher da war, das hat mich, so kalt wie sieht das vielleicht jetzt an, hat mich nicht interessiert. Am nächsten Tag wundert sich Traude Pagenstechers Nachbarin. Die Rollläden sind noch unten. Vor der Haustür stehen Getränkekisten. Unüblich für die Witwe. Mit einem zweiten Haustürschlüssel öffnet sie die Tür. Frau Pagenstecher? Wir haben sie vorgefunden in ihrem Schlafzimmer, direkt am Bett liegend, am Boden, in Seitenlage. Und man konnte sehen, dass ihr die Hände gefesselt waren und dass Drosselwerkzeuge um den Hals geschlungen waren. Und da war ziemlich klar zu erkennen, dass es wohl sich um einen Damenstrumpf handelte, der aber sehr, sehr eng gezogen war und so praktisch in den Hautfalten schon einlag, sodass er also nicht wie ein dicker Strick sofort zu erkennen war. Aber es war so eindeutig, dass man nur davon ausgehen konnte, die Frau ist gewaltsam zu Tode gebracht worden. Die Polizei ermittelt. Zunächst im Umfeld des Opfers. Da waren die beiden Kommissare vor der Tür und haben mir mitgeteilt, dass Frau Pagenstecher ermordet worden ist. Und ich war so geschockt, ich habe kein Wort rausgekriegt. Und da hieß es dann, dass ich Fingerabdrücke abgeben musste. Und das kam mir schon so, das kam mir etwas komisch vor, weil Fingerabdrücke geben ja nur Verbrecher ab. Also es ist schon ein seltsames Gefühl gewesen, Fingerabdrücke abgeben zu müssen. Spurensicherung am Tatort. Viele Abdrücke sind vom Opfer selbst oder von der Haushaltshilfe. Auffallend aber ein Handflächenabdruck am Bett der Toten. Vermutlich vom Täter.
als Opfer am Boden gelegen hat und der Täter mit ihm am Boden war, konnte man davon ausgehen, dass der beim Aufstehen eventuell sich abgestützt hat an diesem Brett und dann zum Stand gekommen ist. Das war unsere Version, die aus der Lage der Spur zur Leiche hin ziemlich plausibel erschien. Dieser eine Handflächenabdruck wird die Ermittler noch lange beschäftigen. Nachdem alle Spuren gesichert sind, bekommt die langjährige Haushaltshilfe Friedel Schubert den Auftrag, die Wohnung sauber zu machen. Ich habe dann das alles in Ordnung gebracht und im Schlafzimmer war es natürlich besonders schlimm. Da war dieser große Blutfleck noch auf dem Teppich. Und es ist schon hart, wenn man sowas erleben muss. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Keiner weiß, zu wem der Handflächenabdruck gehört. Wir haben eben da das Problem gehabt, dass wir zwar eine Handflächenspur haben, also eine tatrelevante Spur, aber von dem Spurenverursacher gar kein Vergleichsmaterial. Dementsprechend konnten alle Auswertungsversuche in dem Rahmen oder mussten alle scheitern, weil das Vergleichsmaterial der Person ja nicht vorlag. Besonders das kleine Telefonbuch der ermordeten Witwe nehmen sich die Beamten vor. Rund 75% aller Morde werden von Tätern aus dem Umfeld der Opfer verübt. Die Polizei ermittelt in ihrem buddhistischen Freundeskreis. Die haben ein bisschen mit mir geplaudert und haben die wahrscheinlich ganz schnell gedacht, na ja, der kann es bestimmt nicht gewesen sein. Der ist nicht so den Typ, um sowas zu tun. Nicht nur in Deutschland ermittelt die Polizei. Traude Pagenstecher hatte Kontakte zu Menschen auf der ganzen Welt. Es ist etwas Frustrierendes, wenn die eigentlichen Umfeldzeugen nichts Konkretes sagen können, geschweige denn zum Tatablauf, und das viele Adressenmaterial, auf das sich die Polizei dann stützt, offensichtlich veraltet und unbedeutend war. Was aber nicht heißt, dass wir da, wo wir Anschriften konkreter Art haben, manche Karten kamen ja auch von unterwegs, wurde geschrieben, ohne eine Heimatadresse, da, wo es möglich war, haben wir in alle Welt hinaus die Polizeien informiert und um Mithilfe gebeten. Ein Fahndungsaufruf in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY 1987. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch der Täter sieht zu. Vor einem halben Jahr wurde in Wiesbaden eine alleinstehende ältere Dame ermordet. Bis heute rätselt die Polizei an dem Motiv für das Verbrechen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese Bekannten der Polizei hinweisen. Aufgrund vager Zeugenaussagen sucht Mordermittler Wilkopp nach einem jungen Mann. 16 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 groß und sehr schlank. Dunkles Haar. Ein falscher Ansatz. Die Ermittlungen laufen ins Leere. Dass Traude Pagenstecher tot ist, will Jörg Weißenfeld erst durch die Sendung erfahren haben. Da habe ich dann erstmals gehört, dass auch eine Belohnung ausgesetzt worden ist und um wen es sich da handelt und dass sie verstorben sei. Also dass sie auf brutalste Art und Weise ermordet worden ist, wie das bei Aktenzeichen halt so üblich, was sie da sagen. Und da habe ich das erste Mal erfahren, dass die Frau tot sein sollte. Ist das glaubwürdig? Konnte er wirklich davon ausgehen, dass die Witwe überlebt hat? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er annehmen konnte, dass er, wenn er sie in diesem Zustand zurücklässt und nicht binnen kürzester Zeit Hilfe herbeieilt, diese Person, diese Misshandlungen und diese Torturen übersteht, noch dazu so alte Frau und in dem gebrechlichen Zustand. Das erscheint mir nicht sehr nachvollziehbar. Er musste davon ausgehen, dass die tot war. Lange sieht es so aus, als bleibe der Mord ungesühnt.
Doch die Schuld lastet schwer auf dem Leben des Mörders. Eine kurze Ehe, dann eine längere Beziehung. Und dann hatte ich auch einmal so einen Schock gekriegt, dass ich mich dabei ertappt habe. Sag, Mensch, genau, die Seilen haben jemand umgebracht. Wie können die eine Frau streicheln? Das habe ich mir selbst öfters gefragt. Wie können die so eine Frau streicheln, mit der Sex haben und sagen, dass sie super aussieht, dass du über ihre sämtlichen Kurven vom Körper gehst und da noch was empfinden kannst von Zärtlichkeiten oder Berührung, wo du doch weißt, dass diese Hände ja auch was ganz anderes hinter sich haben. Ich habe doch jemand umgebracht. Viele Jahre habe ihn die Tat verfolgt, sagt er. Es lebt sich böse damit, weil jedes Mal, wenn du irgendeine Sirene hörst und Polizei, und bist du am Zittern und könnten neben dir halten, nehmen dich fest oder komm in die Wohnung und alles. Mehrfach habe er über ein Geständnis nachgedacht, um sich von dem ewigen Druck zu befreien. Da wird es dann auch wieder nicht so glaubwürdig, dass es einen großen Entlastungsdruck auf seiner Seite gegeben hat. Glaubhaft ist natürlich, das Bild mit sich herumzutragen, wie da eine halbtote Person mit Blut überströmt oder zuckt und ihre Lebensenergie allmählich ihr entweicht. Das ist ein schlimmes Bild, aber das hätte er lösen können, indem er sich da den Behörden stellt. Aber irgendwann wähnt er sich auf der sicheren Seite. Irgendwann, so blöd wie es klingt, irgendwann verdrängst du das auch, deine Tat. Und nach all den Jahren war das auch bei mir der Fall, ja, dass ich dann ja auch wieder mit meinen Betrügereien geschnappt worden bin. Aber nie zu einer weiteren Festnahme, dass da gesagt wurde, Sie sind jetzt der Mörder von Frau sowieso. 2 Jahrzehnte ohne neue Erkenntnisse. Rund 96% aller Mordfälle werden aufgeklärt. Aber hier scheint es anders zu sein. Das war für mich einfach unbegreiflich. Man denkt immer, es muss doch sein, dass der Täter gefasst wird. Und die ganzen Jahre habe ich immer gedacht, wo ist der jetzt? Was macht der? Er müsste doch irgendwann einmal in die Falle gehen. Aber der war spurlos verschwunden. Und das hat mich also schon belastet, dass die Tat nicht aufgeklärt werden konnte. Der buddhistische Glaubensbruder der ermordeten Witwe. Er macht sich auch Gedanken über den Täter. Erster Gedanke ist, was muss das ein armseliger Mensch sein, der sowas tut? Das ist absolut mein erster Gedanke. Dass ich ja fast eher Mitleid habe als böse bin. Jörg Weißenfeld ist gerade aus dem Knast entlassen worden. Schon begeht er neue Straftaten. Er mietet sich in Hotels ein. Doch bezahlen? Fehlanzeige. Mal checkt er unter seinem richtigen Namen ein, mal nimmt er fremde Identitäten an. Ich wollte einfach nicht bezahlen. Ich wollte von vornherein nicht bezahlen. So wie es jedes Mal, wenn ich einen Einmietbetrug hatte. Ich wusste, dass ich von vornherein nicht zahlen konnte, liquide bin. Ja, und wenn ich es auch gewesen wäre, hätte ich es trotzdem nicht bezahlt. Dafür habe ich dann immer gesagt, ja, ich möchte 2 oder 3 Tage. Ja, ich wollte ja mein Geld, was mir sowieso nicht gehörte, was ich ja durch Trügereien erbeutet hatte, sagen wir es mal so, auch nicht einfach so wieder rausgeben. Nein, ich wollte es behalten. Manchmal gibt er sich als Arzt aus. Sein Traumberuf als Kind. Ich bin Doktor sowieso. Ich nehme hier an einem Kongress teil und hat dann für nächsten Abend schon eine kleine Konferenz in das Lokal bestellt. Und am nächsten Tag war er weg. Auf der Basis hat er sich ja da über Wasser gehalten. Ohne Wohnsitz, ohne Geld. Eine, die von ihm betrogen wird, die Hotelbesitzerin Heidrun Viering.
Bei ihr checkt er 2008 ein. Da hat meine Intuition gesagt, irgendwie passt das nicht. Auch vom Äußeren her gesehen. Er war kein unsympathischer Mensch. Aber er hat so viel geredet. Und da habe ich mir gedacht, also ich habe es im Bauchgefühl irgendwie. Ich habe ein Bauchhirn, das ist gut trainiert durch die vielen Gäste. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas ist nicht ganz astrein. Er sah aus wie einer, der was ausgefressen hatte. Heidrun Viering vertraut auf ihre Menschenkenntnis. Und daraufhin habe ich bei der Polizei angerufen. Und die Polizei hat mir dann gesagt, irgendwas liegt gegen ihn vor. Die haben ja auch Datenschutz. Und dann wollten wir ihn aber dann zur Rede stellen. Und da war er aber schon, er hat das Hotel verlassen, ohne zu zahlen. Eine geprellte Rechnung, 210 Euro. Ganz in der Nähe des Hotels können die Ermittler Weißenfeld fassen. Und die kam dann auf einmal zu dritt gezielt auf mich. Und der legte dann einfach nur ein Schreiben dahin mit einem Foto von mir. Das sind doch Sie, können Sie sich ausweisen. Ja, und dann habe ich meinen Ausweis gezeigt. Ja, und das war natürlich identisch. Klar, musste ich mitkommen. Jörg Weißenfeld bestreitet die Betrügereien nicht. Die Beamten erfassen seine Daten, wie schon so oft. Dieses Mal scannen sie aber nicht nur seine Finger, sie nehmen auch Handflächenabdrücke. Wegen seiner Hotelbetrügereien muss Jörg Weißenfeld erneut in Haft. Eine Verbindung zum Fall Pagenstecher wird zunächst nicht hergestellt. Aber Mord verjährt nicht. Die Suche nach dem Täter geht weiter. Auch nach Jahrzehnten. Der Stand der Technik hat sich verändert seit der Tat. Spuren werden jetzt digital ausgewertet, nicht mehr wie früher mit bloßem Auge und Karteikästen. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass es ein ganz großer Topf ist, in den alle erkennungsdienstlichen Behandlungen hineingefüllt werden. Und es gibt einen zweiten Topf, in den Spuren aus Straftaten eingestellt werden. Und dann wird automatisiert nach bestimmten Kriterien und Algorithmen wird das Material verformelt und miteinander verglichen. Dann, 22 Jahre nach der Tat, der Treffer. Der Handflächenabdruck aus dem Jahr 86 am Bett der ermordeten Witwe und der von 2008 identisch. Im ersten Moment habe ich die Aufregung des Kollegen gar nicht verstanden, weil ich nur die Spur und den Vergleichsabdruck gesehen habe und dabei festgestellt habe, immer eigentlich kein Problem. Das ist eine Übereinstimmung, das ist relativ offensichtlich. Erst mit den weiteren Informationen, dass es sich um einen so alten Fall handelt und dann eben, dass es sich auch um ein Kapitaldelikt handelt, da wurde das Ganze natürlich interessanter. Aber dass der Handflächenabdruck am Bett der Toten identisch ist, heißt noch lange nicht, dass Weißenfeld auch der Mörder war. Er hätte als gelernter Tischler durchaus auch legal in der Wohnung des Opfers sein können. Wenn man jetzt von dem Bettrahmen ausgeht und dass da vielleicht ein Schreiner das montiert hat und die Person hat als Schreiner da gearbeitet zum Beispiel. Und dann wäre das ja ein Punkt, wie man das eventuell erklären könnte. Fällt der Fall wieder in sich zusammen? Während Jörg Weißenfeld wegen seiner Betrügereien weiter im Knast sitzt, ermitteln die Beamten, ob er möglicherweise beruflich in der Wohnung des Opfers war. Doch das ist auszuschließen. Dann vernehmen sie ihn. Erinnern Sie sich, was Sie 1986 im November getan haben? Haben Sie Erinnerungen dazu? Nein. Wir haben Informationen, die sagen, dass Sie Bekannte in Wiesbaden haben. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe keine Bekannten in Wiesbaden. Alle meine Bekannten sind in Norddeutschland. Wir haben einen Handflächenabdruck gesichert. In der Wohnung des Opfers. Und mit denen von Ihnen verglichen. Sie sind eindeutig und passt zu Ihnen. Sie sind eindeutig und passt zu Ihnen. Ich bin kein Schwerverbrecher. Es tut mir leid. Jahrelang verfolgen mich diese Bilder. Jeden Abend, jeden Tag.
Ich wollte dort nur Geld holen. Damit hätte ich meine eigene Wohnung leisten können. Seit wann wussten Sie, dass die Frau tot ist? Seit der Folge Aktenzeichen XY. Da habe ich den Druck einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich zu mir gesagt, ey, jetzt raus. Das Kartenhaus ist sowieso zusammengebrochen. Und kannst nicht mehr. Und man hat auch dann an dem Tag gesehen, dass mir eine schwere Last von der Schulter gefallen ist, dass es endlich vorbei war. Weil 22 Jahre auf Flucht, du brauchst da wirklich ein dickes Kostüm, um das alles verarbeiten zu können, um das alles bewerkstelligen zu können. Und ich war dann auch letztendlich froh, dass das aufgehört hat. Ja. Ende 2008 wird ihm in Wiesbaden der Prozess gemacht, wegen Mordes an Traude Pagenstecher. Jetzt war mir klar, jetzt siehst du den Mann, von dem du nur weißt, er soll klein, schlank und dunkel eventuell gewesen sein. Sonst hatte ich ja keine Vorstellung. Dann kommt ein richtiger Bär rein. Groß, zottliches Haar, sage ich jetzt mal so. Und einfach ein Riese im Vergleich zu dem kleinen Opfer. Das fällt einem dann auf, was da am Boden liegt. Und wo dann eine Masse drüber war, da war ich sehr überrascht. Und da empfindet man nur eins, dass man sagt, das ist er. Den hast du gesucht, aber den hättest du nicht gefunden, nach dem, was dir zur Verfügung stand damals. Die langjährige Haushaltshilfe der Ermordeten ist im Gerichtssaal. Ich war eigentlich enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein furchtbar brutaler Mensch, der da auf dieser Anklagebank sitzt. Dabei ist es einfach nur ein nichtssagender älterer Mann gewesen. Inzwischen war er ja über 50. Und ich war aber trotzdem erleichtert, dass er tatsächlich die Tat gestanden hat und dementsprechend auch verurteilt wurde. Das Gericht verurteilt ihn im Dezember 2008 wegen Raubmordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. 22 Jahre nach der Tat. Gott, wie kann auch einem solchen Menschen, einem Mörder vergeben, wenn er ganz bewusst bereut und zu seiner Tat steht und bereut und vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise auch Buße tut, wie immer das auch aussehen kann. Dann denke ich schon, dass Gott vergeben kann. Ich hoffe es. Weißenfeld sagt heute, er bereue die Tat zutiefst. Ich empfinde also nur Verachtung von mir, ne, dass ich diese Person da aus dem Leben gerissen habe, nur um mich finanziell zu bereichern, nur um Güter zu bekommen, die mir sowieso nicht gehören. Und wer so etwas macht, der hat einfach die Konsequenz zu tragen, dass er eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Einsicht? Reue? Diese Fragen werden 2023 auch die Richter stellen müssen. Dann nämlich wird geprüft, ob der Gefangene schon reif ist für die Freiheit oder ob er weiter hinter Gittern bleiben muss.